Maria Carey, 48, braucht sich nun wirklich keine Sorgen ums Geld zu machen. Die Sängerin hat im Laufe ihrer Karriere mehr verdient, als sie wohl jemals ausgeben kann. Sparsamkeit scheint bei der Diva kein Thema zu sein. Bei ihren Zwillingen Morukan und Monul, 7, auch nicht. Mein Sohn ist ein technisches Genie. Ich muss echt aufpassen, wenn er das iPad in der Hand hat, denn letztens hat er für 5.000 Dollar eingekauft, erzählte Maria in der Talkshow von Jimmy Kimmel. Leider verriet Maria nicht, wofür ihr Sprössling rund 4.200 Euro ausgegeben hat. Dafür hatte sie noch eine weitere Geschichte parat. Monul und Morukan habe ihre Mama, sprichwörtlich, im Griff. Vor kurzem war Morukan bei seinem Vater Nikanon und hat sich dort einen Hund bestellt, so Maria amüsiert. Ihr Ex-Mann habe davon erst etwas mitgekriegt, als er den bestellten Hund abholen sollte. Morukan durfte den Vierbeiner nicht behalten. Wir haben schon Hunde und Haustiere und die Kinder haben Fische. Das reicht, griff Maria dann doch durch. Das mit den klaren Regeln bei der Kindererziehung scheint die Zweifachmama allerdings noch etwas üben zu müssen.